Herzlich willkommen auch heute zu unserer Sendung. In Psalm 32, Vers 8, da steht: Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dazu musst du ganz nahe bei ihm bleiben. Er führt und leitet dich, wenn du ganz nahe bei ihm bist. Ja, genau. Er führt und leitet dich, wenn du ganz nahe bei ihm bist. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Und zwar mit dem Thema heute Ruhe finden. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat und heute nicht am Telefon. Heute ist das Telefon nicht besetzt. Ruhe finden, da möchte ich aus Hebräer 4, Vers 3 vorlesen. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Gott hat uns Ruhe versprochen. Das ist nicht unbedingt das, was wir mit Urlaub oder Freizeit vielleicht betiteln. Nein, er hat uns Ruhe versprochen. Ja, Gott hat ja auch, als er die Erde erschaffen hat und die Sonne und der Mond und all die Dinge steht drin, und am siebten Tag ruhte er. Er ruhte nicht, weil er erschöpft war, sondern er ruhte, weil er fertig war. Und er ist immer noch fertig. Er hat so viel Zeit für dich. Er muss nicht irgendwas für dich machen, sondern es ist alles vollbracht. Wir wissen, Jesus am Kreuz hat gesagt, alles ist vollbracht. Er ist nicht irgendwo, wie wir Badener sagen, am Wursteln im Himmel und muss da das und den Auftrag und jeden Auftrag. Es ist alles fertig. Wir sind die Hektiker und wir dürfen aber in Gott Ruhe finden. Wir kennen das von den Kindern, wenn die was erlebt haben, was Aufregendes, und Papa, Mama das und so weiter. Und mein Vater hat uns dann immer reden lassen, und als wir dann nichts mehr gewusst haben, sagt er so: Gut, jetzt seid ihr heruntergekommen, jetzt können wir ganz normal wieder miteinander reden. Und so ist es auch bei Gott. Er möchte dich empfangen in deiner Hektik und möchte dich in seine Ruhe hineinführen. Danke, Herr, dass wir das begreifen, dass bei dir keine Hektik ist und dass du nicht irgendwo dauernd an irgendetwas basteln bist für uns, sondern wirklich die Ruhe ausstrahlst für uns, und lass uns wirklich in deine Ruhe kommen. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott ist ein Gott, der hilft. Er ist ein Gott, der hört. Und deshalb beten wir. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Liebes Gebetsteam vom Missionswerk, seit einigen Monaten leide ich unter einem Reflux. Ich war beim Arzt und bekam Medikamente, die ich während 6 Wochen einnehmen musste. Die meisten Symptome verschwanden. Nun, da ich keine Medikamente mehr nehme, kommen die Symptome zurück und verstärken sich von Tag zu Tag. Gleichzeitig reagiere ich mit Hautausschlag auf alle Milchprodukte. Das macht mir besonders Mühe, da wir selber Milchvieh halten bzw. Milch produzieren. Vielen Dank für eure Gebetsunterstützung. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die da solche Beschwerden hat mit dem Reflux. Und ich danke dir, dass du diesen Magen in Ordnung bringst und alles, was damit zusammenhängt. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der heilt. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Auch mit dem Hautausschlag, mit der Milchunverträglichkeit. Danke, Jesus, dass dieser Körper wieder normal funktioniert und dass in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt und dass alles in wunderbarer Weise funktioniert. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns von einer Frau. Sie schreibt: Guten Morgen, in meiner Not wende ich mich wieder einmal an euch. Bei mir wurde der Verdacht auf Krebs festgestellt. Außerdem habe ich starke Bauchschmerzen. Ich habe fürchterliche Angst, dass es etwas Schlimmes ist. Bitte betet für mich, damit Gott bei mir eingreift. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst, die diesen Verdacht auf Krebs hat und mit den Bauchschmerzen und die Angst und was immer damit zusammenhängt. Danke, Jesus, dass du mit ihr bist, dass du ihr deinen Frieden schenkst und die Gewissheit, dass du ihr ganz nahe bist. Danke, Jesus, auch dass jede Krebszelle eintrocknen muss, dass jede Krebszelle verschwindet in Jesu Namen. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der heilt, ein Gott bist, der die Macht hat,
hat über jedes Problem und über jede Krankheit. Und wir danken dir dafür, dass du eingreifst. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Bitte für die Tochter einer Nachbarin. Sie hat folgendes Anliegen. Bitte betet für die Tochter meiner Nachbarin. Sie hat Lungenkrebs und nun auch einen Krebstumor im Kopf. Meine Nachbarin hat schon ihren Sohn, ihren Bruder und ihren Mann verloren. Danke für euren Beistand und eure Hilfe. Gott segne euch und euren Dienst. Ja, wir dürfen wirklich auch fürs Unmögliche beten, auch wenn Menschen von Ärzten aufgegeben sind. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir, Herr, diese Person dir ganz hinlegen dürfen, Herr. Herr, die Tochter der Nachbarin, und ich danke dir dafür, auch für das fürbittende Gebet, Herr, für die Hilfeschreie. Und Herr, ich danke dir, Herr, danke, Herr, dass du auch ein Sieger bist über jedes Krebsleiden, egal wo der Krebs ist. Und Herr, wir dürfen in deinem Namen und durch deinen Sieg am Kreuz gebieten, dass dieser Krebs verschwindet, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und eine Großmutter bittet für ihren Enkel um Gebet. Es geht um Folgendes. Bitte beten Sie für meinen Enkel. Er ist 3,5 Jahre alt und bei ihm wurde Kleinwuchs diagnostiziert. Mein Gebet ging gleich zum Herrn, aber ich brauche Ihre Unterstützung im Gebet. Ich glaube an Gebetserhörung und habe oft welche erlebt. Deshalb wende ich mich an Sie. Vielen Dank dafür. Ja, wie schmerzhaft ist es, wenn man so kleine Goldschätzchen sieht und dann eine Diagnose erhält. Und da wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass diese Diagnose, Herr, nach den Maßstäben dieser Welt und der Medizin stimmt, aber, Herr, dass bei dir alles möglich ist. Ich danke dir, Herr, dass du hier ein Wunder tust, Herr, dass wir wirklich die Diagnose, Herr, geistig außer Kraft setzen und, Herr, dass dieses Kind ganz normal wächst. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Und Gott tut wunderbare Dinge. Und das dürfen wir immer wieder hören. Viele Menschen schreiben uns ihre Zeugnisse. Und Gott lässt dich nicht im Stich. Nach Long-Covid ohne Rollator, schreibt da jemand. Im Sommer 2022 bat ich euch um Gebet für meinen Mann. Er litt unter Long-Covid mit Schwäche und Schmerzen und musste einen Rollator benutzen. Jetzt geht es ihm wieder gut. Die Symptome sind weg. Er braucht keinen Rollator mehr. Das ist wirklich ein Geschenk und ein Wunder. Ich danke euch für eure Gebete und danke Jesus für diese Gnade. Und da freuen wir uns doch mit. Auch wenn du großen Stress hast, ist Gott da. Er weiß um deine Herausforderungen. Und eine Frau schreibt Folgendes. Vor einigen Wochen schickte ich Ihnen ein Gebetsanliegen für meine Tochter. Sie stand unter großem Stress als alleinerziehende Mutter, beschäftigt bei der Flüchtlingshilfe und schrieb parallel dazu noch ihre Bachelorarbeit. Nun hat sie die Bachelorarbeit mit einer 2 zurückbekommen. Darüber sind wir sehr glücklich. Dank und Ehre unserem Herrn Jesus. Ja, für ihn ist nichts unmöglich. Gott ist voll im Zeitplan, schreibt diese Frau. Vor ein paar Wochen bat ich euch um Gebetsunterstützung für eine neue Arbeitsstelle. Heute auf den Tag genau habe ich einen Aufhebungsvertrag der alten Stelle und einen neuen Vertrag ab morgen für die neue Stelle unterschrieben. Es war auf den letzten Drücker, aber voll in Gottes Zeitplan. Ich bin so dankbar für eure Gebete. Es ist so ein starkes Zeugnis. Ich werde es allen weitererzählen. Ja, und das ist wichtig, dass wir das auch weitererzählen, was Gott an uns getan hat. Es ermutigt wieder andere. Never give up, auch wenn es einmal länger dauert, so schreibt diese Frau. Vor längerer Zeit bat ich um Gebetsunterstützung für unseren Sohn. Letzte Woche hat er seine Ausbildung mit Bravour abgeschlossen. Es war keine einfache Zeit, Gott aber war und blieb treu. Er hat uns wunderbare Geschwister zur Seite gestellt, die uns da durchhalfen. Never give up, auch wenn es einmal länger dauert. Dankeschön an euch. Ihr gehört zu den Top-Ermutigern und Betern, auch in dieser Zeit. Ja, und das wollen wir tun, Menschen ermutigen.
Ja, ihr glaubt gar nicht, wie viel Freude uns das macht, Menschen zu ermutigen, dann solche Ergebnisse zu erfahren. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir lesen es so gerne hier vor. Ja, wir hatten es von der Ruhe und ich möchte dir raten, such mal bewusst die Ruhe. Wir Menschen sind so drauf, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, dann fällt uns so viel ein, was man tun könnte, wie man googeln könnte, wie man da was suchen könnte und da was machen und so weiter. Das geht mir genauso. Aber nimm mal wirklich Zeit und tu mal nichts und rede mal nichts und komm vor Gott in der Ruhe. Ich sag dir, es tut dir so richtig gut. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, wir beten gerne für dich. Und heute nicht am Telefon. Das Telefon ist heute nicht geschaltet. Ja, ich möchte heute nochmal unser neues Magazin anbieten. Wenn du es noch nicht hast, abonniere es kostenlos. Wir freuen uns, dass du dabei warst und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.